So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, wo ich das gelesen habe. Clevere Wundertüte. Nummer 1 für 4 Euro. Spiel, Spaß, Action. 2 Magazine, 2 Extras. Und dieses Bild gesehen habe. Da habe ich mir sofort gedacht, das Clever, das hätten die weglassen können. Die Wundertüte auch. Weil ihr wisst, wie ich absolut Plastikschrott mag. Nämlich überhaupt nicht. Geldverschwendung. Meine persönliche Meinung. Wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung müsst ihr in die Kommentare schreiben. Weil ich finde, auch wenn es nur 4 Euro sind für 2 Magazine, 2 Extras, braucht man das? Hält das lange? Nee, glaube ich nicht. Aber nichtsdestotrotz. Ich lasse mich gerne immer eines Besseren belehren. Deswegen habe ich hier dreimal die clevere Wundertüte. Um zu schauen, was da drinne stecken kann. Und was vielleicht was Hochwertiges ist. Was ich weniger vermute. Ich traue sie mir schon gar nicht aufzumachen. Ich mach's, um eure Meinung nämlich zu lesen. Weil was anderes möchte ich unter dieses Video nicht haben. Nur eure Meinung, wie ihr das findet, was ich hier drinne finde, was ihr davon haltet und, und. Also, kommen wir jetzt zu das erste clevere Magazin und Extra. Und es ist, tada! Wäre eigentlich cool. Aber ihr seht, es ist kaputt. Also ich mache es auch nicht dann auf, weil dann fällt mir das Plastik hier rum. Ich tritte rein oder sonst was. Nee, aber ihr seht schon, es muss falsch gelagert worden sein, falsch transportiert. Ihr wisst ja, wie sie sie lagern. Ich glaube, 5 bis 10 Stück, immer in so einem Karton oder mit so einem Gurt drum. Ziemlich eng, dass eben dieses Plastik, ihr seht es selber, kaputt gebrochen ist. So, jetzt kann man natürlich nicht von ausgehen, dass es überall kaputt ist. Dass es einfach nur falsche Lagerung ist oder eben falschen Transport, dass der vielleicht unten irgendwie reingelegen hat, obendrauf andere Kartons oder andere Sachen, die schwerer waren. Also da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Kann ich auch nicht. Weil, aber ihr seht es selber, es ist kaputt. Also ist es nicht sehr stabil. Und schade. Aber ich konnte es mir denken. Ich komme nun zum zweiten Magazin und zu das zweite Extra. Und es ist da. Sandmännchen Magazin Nummer 13. Ein Handy. Ach ja, ich sag mal so. Bastelanleitung. Sandmännchen. Ich gehe mal davon aus, dass da die kleinen Kinder angesprochen werden. Bis wie viele Jahre soll ich jetzt sagen? Ich schätze jetzt einfach mal bis 6 Jahre. Können vielleicht noch nicht lesen. Deswegen sind die Buchstaben größer. Kann man was von lernen? Oder. Also, ich weiß jetzt nicht, bis welchen Alter man gehen kann mit Sandmännchen. Aber kleine Kinder, ein Plastikhandy geben? Autoschlüssel? Das muss ich echt sagen, da bin ich nicht der Fan von. Erstmal, oh. Schon durchgefallen. Kommen wir nun zum Handy. So, das ist, wo man darauf schreiben kann. Aber es sind scharfe Kanten. Wenn man hier drunter kommt mit Fingernagel oder Finger. So. Kleinkind. Sowas. Sowas erst recht nicht. Ist also bei mir komplett durchgefallen. Aber schreibt mir eure Meinung. Kommen wir nun zur zweiten Wundertüte.
clever. Ich bin clever, habe 3 Stück davon geholt, um euch zu zeigen, was da drinnen stecken kann. Das ist von mir das Clevere und dann eure Meinung zu hören. Das ist verdammt clever. Aber seid ehrlich. Ups. Die Rückseite kennen wir schon. Ah, und hier ist das Heile. Wird bestimmt wirklich nur ein Transport oder eine Lagerung gelegen haben. Können wir es also einmal auspacken. Das Funkgerät. Okay, das muss ich jetzt sagen. Ist kein Hartplastik, was so kaputt gehen kann, wo man sich drin schneiden kann. Also da ist schon drauf geachtet worden. Luftausgang. Das kann man drücken, ihr seht es, weich. Ist schon mal clever mitgedacht. Das dazu. Jetzt grün, stopp. Rot gehen. Natürlich nicht. Weiß ich auch. Rot, stopp. Grün gehen. So, jetzt. Ist auch was gut ist, es ist keine Technik drin. Das bedeutet, keine Batterien müssen rein, keine LED-Lampen für kleine Kinder. Gut. Und. Oh, es ist schon etwas stabiler. Also muss das wirklich eine absolut schlechte Lagerung gerade gewesen sein. Oder was draufgeschmissen worden ist. Aber ihr seht, es ist schon stabil. Aber trotzdem, was haltet ihr davon? Weg. Oh! Kleinkinder. Gibt es den Schlüsselanhänger auch in verschiedene Farben. Seht ihr das? Hier ist ein Rot, da ist ein Gelb. Hier ist er defekt, kaputt, da nicht. Da nicht. Aber trotzdem, brauche ich nicht auspacken. Wie gesagt, Sandmännchen. Bis für kleine Kinder. Kleine Kinder haben kein Handy in die Hand zu nehmen, kein Autoschlüssel in die Hand zu nehmen. Es macht vielleicht Spaß, wenn die da drauf rumkauen. Nee, auf keinen Fall. Mit dem Handy erst gar nicht anfangen. Ich möchte mich jetzt dazu nicht weiter aufregen, was sagen. Ich möchte nur eins eure Kommentare lesen. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Für Kleinkinder ein Handy und ein Autoschlüssel. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich möchte ehrlich wirklich alles lesen. So, und jetzt kommen wir nun zur dritten und letzten Wundertüte. Für 4 Euro. Spiel, Spaß, Action. 2 Magazine, 2 Extras. Clevere Wundertüte. Ich weiß ja nicht, habt ihr bis jetzt in diese 2 Wundertüten was Cleveres gesehen? Dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich es ja übersehen. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt die dritte clevere Wundertüte. Und es ist... Oh, es ist mal was anderes. Jawohl, es ist mal was anderes. Es ist auch größer wie ein... Andere Farbkombi, hier ist das gleiche Funkgerät drin, kein anderes, nur ein anderer Aufkleber drauf und eine Pfeife ist dabei. Ich sag nichts. Weil sonst könnte ich noch was sagen, wo dann ein Piep rein muss. Nee, eure Meinung bitte. Gleiche Funkgerät, gleiche Stopp und Fahren, anhalten bitte, hier ist bloß die Pfeife bei. Zweite und letzte Extra und Magazin aus meiner dritten cleveren Wundertüte. Jammertrommel. Dosen schießen. Eigentlich kennt man das ja auch von der Kirmes. Jammerte
Der eine oder andere wird die bestimmt schon lange nicht mehr gesehen haben oder ist jetzt ein bisschen älter geworden, der kennt sie vielleicht gar nicht. Es gibt auf dem Jahrmarkt für Kinder, wo man sich draufknien kann, dann kriegt man so Lederbälle und kann man auf so Dosen werfen. Das ist das gleiche Prinzip, bloß mit einer Pistole. Pistole habe ich extra lauter gesagt, weil Pistole, Kleinkinder, Pistole, So. Kann man dann laden, zielen und schießen. Oh, da ist Wumm hinter. Das heißt, wenn ein Kleinkind damit spielt, abdrückt, ein anderes Kleinkind vom Kopf kriegt, der hat das vom Kopf gekriegt. Das dazu. Äußere ich mich nicht zu. Also, ich möchte jetzt eure Meinung, eure Kommentare lesen. Was in diese drei Tüten clever war, was sehr clever war oder absolut clever war. All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Für mich und alle anderen natürlich. Aber meine Meinung wird der ein oder andere wohl schon wissen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich möchte gerne lesen. Aber das Allerwichtigste ist ja sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.